Als nächstes am Wort ist Helene Jama von der FPÖ. Pardon, von den Grünen natürlich. Sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer hier in der Galerie. Sie wissen, heute ist ein wichtiger Tag, der Internationale Tag der Menschenrechte. Und ich hätte eine Frage in die Runde hier im Haus. Gibt es hier jemanden, der eventuell mal im Rollstuhl sitzt oder bereits gesessen ist, seine Zeit lang? Gibt es hier jemanden, der etwas schlechter hört? Gibt es hier jemanden, der eine Brille trägt? Gibt es hier jemanden, der Kontaktlinsen trägt, auch oben? Hatten Sie schon mal einen schweren Knochenbruch? Eine schwere Operation? Irgendein Implantat, das in Ihrem Körper ist? Diabetes? Ich denke, ja, es ist jeder von irgendetwas betroffen. Und das war auch der Grund, warum Österreich die UN-Konvention der Menschenrechte ratifiziert hat, um genau diesen Menschen, die in diesen Situationen leben, ein gerechtes und faires Leben zu gewährleisten, ein barrierefreies Leben, sodass alle Menschen gleich leben können. Und es wurde der nationale Aktionsplan ins Leben gerufen, 2012, und dieser besagt, dass das Sozialministerium auf der einen Seite und alle anderen Ministerien eine Verantwortung übernehmen müssen. Und zwar ein Beispiel, das Verkehrsministerium. Das Verkehrsministerium muss sehen, dass der Verkehr barrierefrei gestaltet werden muss für Menschen, die Barrierefreiheit brauchen. Das Unterrichtsministerium achtet auf die Bildung, schaut, dass Menschen mit Behinderungen einen gerechten Zugang zur Bildung haben. Und auch andere Ministerien, die darauf achten müssen, dass die Arbeit und die Arbeitsplätze gewährleistet sein sollen. Das sind die Ziele der Ministerien. Aber die Berichte von den Ministerien, die Umsetzungen, sind nicht transparent. Sie sind nicht transparent. Das heißt, es wird kein Licht ins Dunkel gewährt. Man lebt im Dunkeln und oftmals, Sie wissen, Licht ins Dunkel, man soll spenden und Almosen, und diese Menschen sind ja Almosenempfänger. Diesen Gedanken, den kann man wegschmeißen. Herr Sozialminister, Sie wissen, man muss die Dinge klar zeigen. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun hier sehr viel. Es sind viele Maßnahmen, viele Sitzungen, viele Gremien und Arbeitsgruppen, ganz, ganz viele. Bund, Land und. Fakt ist jedoch, dass Transparenz nicht herrscht. Es ist wichtig, dass Sie für Transparenz sorgen, damit die Ziele, ob sie erreicht wurden oder nicht, transparent klargelegt werden können und nicht wieder mal in der Schublade landen. Die Bürger und Bürgerinnen haben das Recht auf Transparenz, um auch zu erfahren, wie und wie viel Österreich bereits erreicht hat und nicht, was in der Schublade gelandet ist. Ich denke, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir werden, wenn es so weitergeht, weiter im Dunkeln sitzen. Danke sehr. Argumentiert Helene Jama von den Grünen.